Für die Spannungsübertragungsfunktionen gilt, dass diese sehr ähnlich sind zu dem, was wir beim Hochtiefsetzsteller haben. Das heißt, tatsächlich werden wir im CCM-Modus, im Betriebsmodus mit kontinuierlichem Strom, hier jetzt in der primärseitigen Hauptinduktivität, eine Spannungsübertragungsfunktion UA zu UE kriegen. Die hat man so genannt M von D. Die sein wird D durch 1 minus D, aber jetzt zusätzlich multipliziert mit dem Übersetzungsverhältnis des Transformators. Das heißt, multipliziert hier mit N sekundär zu N primär. Kann man ableiten aus dem Spannungszeitflächengleichgewicht. Das heißt, hier D ist wieder Tastverhältnis und NS zu NP ist das Übersetzungsverhältnis des Trafos. Und das hier entspricht jetzt dem Hochtiefsetzsteller, falls wir die Spannungsübertragungsfunktion multiplizieren mit diesem Übersetzungsverhältnis des Transformators. Das heißt tatsächlich, hier hat sich nichts geändert, weiterhin nur von D abhängig, wird sich also genauso verhalten wie die anderen DC-DC-Wandler auch. Im DCM-Modus ist es sogar noch übersichtlicher, das heißt tatsächlich wird hier die Spannungsübertragungsfunktion UA zu UE exakt dieselbe sein wie die, die wir abgeleitet haben beim Hochtiefsetzsteller bzw. Inverswandler. Das heißt, man wird die schreiben können D mal Wurzel aus R durch 2L mal F. Was ist der Unterschied? L ist jetzt hier die Hauptinduktivität. Ansonsten bleibt das gleich. Vielleicht erinnern wir uns zurück. Wir haben abgeleitet beim Inverswandler die Spannungsübertragungsfunktion für diesen DCM-Modus dadurch, dass wir gesagt haben, es wird Energie in der Induktivität gespeichert und diese Energie wird vollständig im DCM-Modus abgegeben an die Sekundärseite. Das gleiche haben wir natürlich beim Sperrwandler. Das heißt, wenn wir hier betrachten, den Stromverlauf an der Hauptinduktivität, wird hier die Hauptinduktivität von 0 auf einen Maximalwert aufmagnetisiert werden, speichert also eine maximale Energie und diese Energie wird dann während der Ausschaltphase des Schalters und der Einschaltphase der Diode vollständig an den Ausgang abgegeben und man könnte dann genauso in derselben Vorgehensweise ableiten die Spannungsübertragungsfunktion und deswegen kriegt man da auch exakt dasselbe Ergebnis raus. R ist wieder der Lastwiderstand, F die Schaltfrequenz, LH ist hier diese Hauptinduktivität auf die Primärseite bezogen und D ist natürlich wieder das Tastverhältnis wie vor. Das heißt, wir sehen auch hier, wir haben wieder eine lastabhängige Spannungsübertragungsfunktion. Ich möchte jetzt noch auf eine letzte Sache eingehen bei dem Sperrwandler. Das ist die Notwendigkeit zur Spannungsbegrenzung auf der Primärseite, um den Schalter vor einer Überspannung zu schützen. Der Grund ist die Streuinduktivität, die wir bei jedem Transformator haben. Und das wollen wir uns kurz angucken, was das bedeutet. Und zwar tatsächlich haben wir hier unseren Sperrwandler. Ich male ihn mal wieder auf. Hauptinduktivität, Transformator. Und wir werden jetzt aber an dieser Stelle noch eine kleine Induktivität haben. Unsere Streuinduktivität nennen wir die LST, die sozusagen in Serie zu dieser Parallelschaltung aus idealem Transformator und Hauptinduktivität ist. Das heißt, unser Trafo-Modell, wenn ich das jetzt hier einschraffiere, das etwas bessere Trafo-Modell beinhaltet jetzt zusätzlich diese Streuinduktivität und die macht jetzt Probleme. Das heißt, wir betrachten den Zustand, der Schalter sei jetzt hier zunächst geschlossen und wir wollen dann betrachten, okay, was passiert, wenn wir den Schalter öffnen und wir haben jetzt diese Streuinduktivität mit dabei. Wir wissen, es fließt vorher ein Strom durch die Hauptinduktivität. Der Strom auf der Primärseite des Trafos ist 0. Das heißt, der Strom durch die Hauptinduktivität wird hier auch komplett durch die Streuinduktivität fließen. Diese beiden Ströme sind gleich groß. Was passiert jetzt, wenn der Schalter öffnet? Wenn der Schalter öffnet, wird der Strom, der durch die Hauptinduktivität hier fließt und die Energie, die sozusagen in der Hauptinduktivität gespeichert ist, die Möglichkeit haben, weiter hier in den Transformator reinzufließen. Aber diese Streuinduktivität versucht auch weiterhin einen Stromfluss aufrechtzuerhalten nach hier unten. Das bedeutet, dass über dieser Streuinduktivität entsteht eine induzierte Spannung. Und zwar tatsächlich eine induzierte Spannung, die hier kleiner als 0 ist in diese Richtung, die sich addiert zu der rübertransformierten Spannung, die an der Hauptinduktivität anliegt und der Eingangsspannung, sodass wir im ersten Moment eine sehr, sehr hohe Überspannung am Schalter kriegen. Das heißt, öffnet dieser Schalter, dann wird Folgendes passieren. Es kommt hier eine Spannung, nennen wir die hier U-Streu, die wir dort haben, kriegen wir eine Spannung U-Streu plus UE plus
en primär zu en sekundär mal UA. Wir kriegen also hier einen zusätzlichen Term. Und das Problem ist jetzt, im Idealfall würde jetzt hier diese Spannung gegen unendlich gehen. Das heißt hier, das geht gegen unendlich, falls dI nach dt auch gegen unendlich geht in dieser Streuinduktivität. Das heißt, wir erinnern uns, es gilt natürlich auch für die Streuinduktivität, LST mal dI nach dt ist gleich U-Streu an dieser Stelle. Und wenn sich drum schlagartig von IL Max ein Maximalwert auf 0 ändern muss, machen wir das mal kurz auf. Wenn ich jetzt betrachte hier den Strom in der Hauptinduktivität, nehmen wir DCN-Modus an. Ich bin hier auf dem Maximalwert IL Max. Jetzt müsste sich hier sozusagen an dieser Stelle schlagartig der Strom ändern. Dann habe ich hier eine negative Steigung von unendlich. Damit kriegen wir eine negative Spannung an dieser Induktivität, die sich dann als positive Spannung hier äußert, und werden dann hier eine sehr, sehr hohe positive Überspannung kriegen. Und das wird im Normalfall den Schalter zerstören. Was muss man machen? Wir müssen dafür sorgen, dass der Strom, der hier fließt, weiter fließen kann und, wie man sagt, die Spannung am Schalter geklemmt oder begrenzt wird. Wie kann man das machen? Eine Möglichkeit ist, wir machen hier eine Diode rein und haben dann die Parallelschaltung aus einem Kondensator und einem Widerstand. Das ist so ein sogenanntes RCD-Clamp-Netzwerk oder RCD-Spannungsbegrenzer. Das heißt, dann kann der Strom IL hier im Ausschaltaugenblick hier weiterfließen. Tatsächlich wird sich eine Spannung ergeben über diesem Kondensator, nennen wir die U-Clamp. Aber es wird an dieser Stelle dann eine Spannung sein, die dafür sorgt, dass hier die Induktivität langsamer abmagnetisieren kann, aber dafür keine so hohe Überspannung an dem Transformator entsteht. Das heißt, was tatsächlich passieren wird, ich male es mal gestrichelt ein für den Strom hier in der Induktivität, bis zu diesem Zeitpunkt wird es gleich bleiben. Danach wird er langsamer abnehmen, weil jetzt die Stromänderung dann bestimmt wird durch die Spannung, die an der Induktivität abnimmt. Weil aber diese Änderung jetzt nicht mehr so steil ist wie vorher, werden wir dann eine kleinere Spannungsüberhöhung kriegen. Tatsächlich, die eigentliche Spannungsüberhöhung an diesem Schalter würde eigentlich davon abhängen, was für eine Kapazität wir hier haben und mit wie groß dann der Strom ist, und dieser Schwingkreis, der aus den beiden gebildet wird, würde dann die Spannung festlegen, und durch dieses Clamp-Netzwerk können wir das begrenzen. Manchmal benutzt man hier alternativ auch, statt diesem RCD-Clamp am Schalter kann man auch eine Begrenzung machen mit 10er Diode. Das heißt, sie würden hier weiterhin zwar die Diode haben, um den Stromfluss zu leiten, hätten dann aber antiseriell dazu eine Z-Diode reingeschaltet, wo dann hier sozusagen der Anschluss an UE dran ist und hier unten der Anschluss am Schalter, und könnten damit auch den Strom begrenzen.